Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, so West Coast ist angesagt. Ich guck mal einfach kurz, ob ich Sound habe, das habe ich vielleicht vergessen eben. Ja, ist ja gut, Sound ist da. Gut, ja, so West Coast auf ModHub. Ein drauf rumgefahren Video vom Diego. Ich habe das ja früher öfter mal gemacht und da ich ja zurzeit ein bisschen auf Entzug bin, weil mir die alten Steine ja auch fehlt. Ja, keine Angst, ich habe ein Video habe ich noch von alten Steinen, das könnte ich dann morgen oder so vielleicht mal hochladen. Vielleicht auch übermorgen, mal gucken. Ja, wie gesagt, ein drauf rumgefahren. Ist auf ModHub das Tierchen hier. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich die erste Version ist oder schon eine überarbeitete Version. Auf jeden Fall haben mir die Bilder so erstmal zugesagt. Ne? Also ich fand die Bilder jetzt nicht gerade schäbig. Ne? Auch so, was ich hier so habe hier. Ja, tapulieren wir mal in ein Gerät rein. Das ist so, Westküste von England soll das hier spielen, wenn ich das eben richtig gelesen habe. Und sah nice aus. Was ich jetzt, was jetzt nicht so, so Diego-like ist, sind halt die Felder, ne? So. Ich mag das halt, wenn man, wenn der Helfer möglichst alleine arbeiten kann, weil ich halt gern so Sachen mache wie Ballen stapeln und von Hand aus misten und so. Das sind halt so meine Lieblinge. Und so Feldarbeiten mache ich mehr so lala, ne? Nicht so gerne, ne? Muss halt gemacht werden und deswegen finde ich immer gut, wenn der Helfer das macht. So, die Frage ist, geht das Türchen alleine auf oder muss ich ihm das Türchen aufmachen? Ja, ist ja gut, ich fahre wieder zurück. Wir müssen natürlich schon von Hand aufmachen. Aber nice hier, ne? Also da habe ich schon wesentlich schäbigere Höfe gesehen, ne? Aber jetzt mal wirklich, jetzt mal ohne Scheiß hier, ey. Ist schon nice. Ich muss mal kurz einmal hinrennen. Ich muss erstmal diese Tür aufmachen, bevor ich die andere Tür öffne. So Deko, Scheiße und alles, da stehe ich ja drauf, ne? Ach, guck mal, hier haben wir eine Werkstatt. Ja, siehst du, wäre ich fast dran vorbeigelaufen. Muss wir beide Türen aufmachen wahrscheinlich, ne? Ah ja. Ah, man muss auch Maustaste gedrückt halten. Ah, okay. Nett, schöner Sound. Oh. ja, ah! Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Ich bin mit heute nur mit Tastatur unterwegs. Ach, ist ja nice. Guck mal, schön animiert. Oh, und auf die Fresse das Ding hier. Herrlich. Nee, weil war ja gar nicht geplant. Ich hatte geguckt, ne, ob die Altenstein da ist. Kommen von der Arbeit. Und wollte halt wissen, wie sieht's aus. Kann ich wieder Altenstein-Aufnahmen machen oder nicht? Und da habe ich das Tierchen hier gefunden. Aber nett. Also wirklich, hat so. Hat wirklich. Was ist das denn für Tierchen hier? Hat wirklich so ein bisschen so. Was ist das? Hab ich noch nie gesehen. Wozu haben die Engländer das? Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Stehen überall diese Tierchen. Sind das so Bienenstöcke? Nee. Kommentare, YouTube. Ich brauche Kommentare. Nee, aber so vom Charme, ne? Very, very nice. Hat ein bisschen, wirklich, also als ich hier so eben die ersten paar Meter schon, habe ich gedacht, Gerhard, was für eine Terre. Die Terre d'Auvergne ist französisch, ich weiß. Oh, das dürfen die Engländer nicht hören, dass ich deren Map mit einer französischen Map vergleiche. Aha, aha, aha. Ich bin gespannt, auf welcher Seite die Autos fahren. Und gerade aus der Sackgasse, sagt er. Da geht er nicht weiter. Dann ein Knisper. Die fahren sogar die Autos auf der falschen Seite. Ja, nicht anders zu erwarten, ne? Auf einer englischen Map. Was jetzt die Sache ist, jetzt die. Ja, das haben die Engländer. Die Engländer, die haben immer Angst, dass man denen den Raps vom Acker klaut, ne? Die haben alles eingezäunt hier und ja, das wird jetzt mal ausprobiert, mein Freund, ob du eine Kollision hast. Da bleibt er auch noch so stehen. Das heißt, man muss hinter sich natürlich da wieder zumachen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Gut, andererseits, man muss ja eh von Hand ackern hier. Nee, was mich interessiert ist, manche haben dann... Ah, okay. Okay, weil manche haben dann in den Hecken auch noch Kollisionen drin und da wirst du komplett irre, ne? Gut, also eine Collie ist jetzt nicht drin. Der hat eine Collie, okay. Und das Tor, hat das auch eine Collie? Das Tor hat auch eine Collie. Also Türchen muss man nachher wieder zumachen.
Das könnte ja lustig werden hier. Aber ich habe so das Gefühl, so für mich alleine. Oh, falsche Taste. Für mich alleine ist die, glaube ich, ein bisschen gross, ne? Ist das eine Vierfachkarte? Kann das sein? Das ist ein ganz schöner Ballermann, ne? Ich weiß gar nicht genau. Guck mal, ich bin erst da. Das ist ja quasi. Das ist eine Vierfach, würde ich sagen. Eieiei, also für einen alleine. Also ich mag das nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, auch kein Problem, ich richte mir Cosplay, richte ich mir schön ein. Das dauert eine Woche und dann ist Cosplay, hat das alles hier, alle Routen, alle Wege und dann easy go. Ne? Kann man machen, klar. Ne? Ja, stand hier nicht Sackgasse, geht's ja doch noch weiter. Also diese typischen englischen Hallen, ne? Aber, guck mal, hier ist ja nicht viel Deko, ne? Aber es wirkt trotzdem natürlich. Es hat irgendwie Charme, das Tierchen hier. Ich weiß nicht. So manche Leute, die haben da ja ein Auge für, ne? Es ist nicht übertrieben mit Deko-Scheiß vollgeballert und trotzdem wirkt es natürlich. Ganz großes Tennis, ziehe ich den Hut vor solchen Sachen. Also, es ist ja, mit sowas kann man mich immer abholen, ne? Also, wir werden auch nur ein Drittel von der Map sehen, maximal. Ach, schaffen wir nicht. Ein Viertel werden wir auch nur sehen von der Map. Dazu ist sie einfach zu komplex, ne? Aber ich will halt nur mal so einmal so drauf rumfahren, so einmal ein bisschen so anschnuppern, ne? Ja. Oh, gleich falle ich von der Bahn hier, von der Map, wollte ich sagen. Ich wollte einmal in diesen Waldweg hier rein spekulieren. Der Zaun hat übrigens eine Kollision, da bin ich nämlich gerade hängen geblieben. Ei, das ist aber auch knapp hier. Wenn du hier einen richtig bösen Ladewagen hast, 3,50, da muss man sich schon überlegen, wo man hin will. Ob man jetzt wirklich mit dem Ladewagen hier hinten hin will. Alter. Ey, das ist aber auch der Mann, der hat aber schon mal eine Map gebaut, glaube ich, ja? Also das hat Charakter, das Tierchen. Da kommt ein Kutter an, oder? Steht der Kutter oder fährt der? Ne, der steht. Also das Ding hat mal Charakter, da kann man nicht sagen, ey. Hätte ich so einem Engländer gar nicht zugetraut. Ups. Ist wieder 30 Dislikes. So, ey. Dann ja, der Möwensound und so. Ich bin richtig geflasht gerade, YouTube. Mal gucken, was meine Jungs sagen. Oh, hier liegt Gold. Gold brauche ich jetzt zwar nicht. Ja doch. Ich will gucken, ob man... Ah, ist Deko. Okay. Ja, das wollte ich nur wissen. Scheiß Goldnuggets. Was soll ich denn damit? Oh, da hinten ist so eine Sandbucht. Oh, ja, ja. YouTube, da müssen wir auch noch hin. Also ihr werdet nicht viel sehen von der Map, ne? Also... Also wenn ich euch wäre, ne? Ihr, wollte ich sagen. Ich würde das Ding spielen einfach. Spielt die einfach, ey. Scheiß das auf mein drauf rumgefahren Video hier. Ich glaube, das ist keine schlechte Map, ey. Ich hoffe mal, dass sie keine dollen, bösen Fehler hat. Scheiße, ey, muss ich die Jungs mal fragen. Also wenn die das Ding unbedingt im Multiplayer spielen wollen, ich glaube, ich wäre da nicht böse drum. Obwohl, wir spielen im Moment die God's Cover, ne? Die ist natürlich auch schön, ne? Respekt, Alter, ey. Also mappen kann der Bengel. Oder ein Team, oder ich weiß gar nicht, wer das Ding kreiert hat hier. Nice. Wirklich nice. Ja, ja, ich wollte es nur wissen. Ich wollte nur wissen, wie tief. Und ob es angezeigt wird. So komme ich auch hier wieder runter von meinem Strand. Da oben sind die Gleise, ne? Die Schienen sind doch eingezäunt. Na, muss ich den Fußweg wieder zurücklaufen. Eieiei. Nichts für faule Diegos. Hier so eine kleine Abkürzung. Ah, perfekto. Oma, 3000. Alter, was ist denn hier ein Kutter?
Norbert, was machst du denn hier? Die England-Bildungsreise. Hallo? Seh zu, dass du auf den Bock kommst, Mann. Ich brauch dich doch. Wie auf Altenstein ist nichts los. Ich weiß selber, dass da nichts los ist, Moment. Wenn die Map nicht releasen, was kann ich denn dafür, Mensch? Boah, ist das mal nice hier. Ich bin sprachlos. Das kommt noch nicht oft vor, YouTube. Das hat ja schon ein bisschen was von GTA hier, ey. Also übrigens, ne, ich bin ja auch öfter schon mit den Jungs bei GTA so ein bisschen rumgeschlundert, ne. Da denke ich auch jedes Mal, du, also, mappen können die ja, ne. Gut, aber die müssen ja auch nur eine fette Map bauen. Aber, also die Leute von GTA können auch mappen. Also da kann man nicht meckern. Das Schiff fährt. Das Schiff fährt. So ein alter Fischkutter da hinten. Kommt ja angebügelt. Und das Ding hier schwimmt auch richtig auf dem Wasser. Der auch. Wahnsinn. Leck mich fett. Auch das das PDA-Bild auch schön bearbeitet, ne? Mit dem Wasser und so, ne? So richtiges Meer reingemacht. Richtig, also wirklich nice. Wirklich nice. Wo ist denn meine Taste hier? Die 9. Ne, seht ihr das? Das Meer? Das ist richtig geil gemacht, ey. Richtig gefotoshoppt hier. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die geben dem Zauber Zucker, ne? Ich sag's immer wieder. Schön. Oh, ich muss mich erst dran gewöhnen. Auch das war auf der anderen Seite. Ja, ist ja gut. Ich bin in England. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ist das? Gibt's das in England? Ist das so? Wird da nochmal besonders auf einen Zebrastreifen hingewiesen? Das kann sein. In England war ich noch nie. Schönes Ding, ey. Klappstühle am Strand. Ist die Tankstelle real? Ja. Ist ein Trigger verbaut. Also ich denke mal, dass man auch tanken kann. Bisschen, also hier, gut, ein bisschen Unkraut hier im Dörfli. Dafür ist die Strandpromenade sehr schön geworden. Mit den Kübelchen und den Bänken. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Sehr lebendige Map. War wirklich sehr lebendig. Scheiße, aber ich muss die Multiplayer spielen. Alleine spiele ich die nicht. Da wirst du ja wild. Wirst du da ja. Und ich bin eh schon wild. Hm? Wo geht's denn überhaupt hin hier? Ich bin völlig orientierungslos. Aha. Oh, wir fahren mal ein paar Feldern vorbei hier. Dann bekommt ihr doch noch ein kleines drauf rumgefahren, wenigstens. Das mit der auf der anderen Straßenseite fahren, da muss man sich verdammt nochmal dran gewöhnen, erst, ey. Hier können die überall abbiegen, hier. Es ist überall schön. Das sind Schilder, Straßenschilder. Schöne Vegetation auch, ne? Also wir haben das ja bei uns auch. Jetzt nicht so richtig Kicks, wie die im, ne, Knicks heißen die. Im Norddeutschland, die haben so richtige Knicks. So haben wir nicht. Wir haben so ähnlich wie hier, auch um jedes Feld nicht, aber immer so. So, Wall, sagen wir dazu halt, ne? Da stehen so Büsche, Bäume und so. Das ist so ein bisschen eingefriedet, sagt man, glaube ich, dazu, ne? Nicht ganz so krass, wie die Engländer das hier haben, aber so ein bisschen haben wir das auch. Deswegen, ich finde das gar nicht mal so schäbig hier. Wir fahren jetzt einfach mal hier hin. Das Video ist eh gleich zu Ende. Ich kann hier noch stundenlang drauf rumfahren. Ich kann euch das nicht alles zeigen, ne? Aber wie gesagt, ey, laden. Gibt's im Mod-Hub, ich pack den Link unten rein. Zieht euch das Tierchen, ey. Ah, hier ist natürlich ganz schön hügelig auch noch. Also man muss hier wahrscheinlich auch richtig mit PS rumwühlen. Die Schafe. Ja, ist ja gut.
Machen die hier? Schafe müssten die Engländer ja kennen, ne? Mal gucken, wenn reine Wolle aus dem Urlaub zurückkommt. Der alte Franzose. Der mag ja auch Schafe, ne? Der spielt ja gerne mit Schafen. Mal gucken, ob reine Wolle Bock hat, das Ding mit Schafen Multiplayer zu spielen. Und da machen wir so 2000 Schafe oder so. Eskalieren wir komplett hier. Nice, Meta, ey. Oh, schön. Was nehmen wir denn mal als Picture? Ich weiß gar nicht, was ich abpicturieren soll. Hier ist alles schön. Soll ich als... Oh, Entschuldigung. Soll ich als Thumbnail einfach nur den Schriftzug geil nehmen? Das ist ja was ganz Neues, ne? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, da sind wir... Sind wir nicht gestartet. Ich bin ja nicht bei der Schafe gestartet. Ja, YouTube, wie gesagt, ich kann... Ach, hier steht unser Ladewagen schon. Wir können mal einmal noch mal kurz gucken, ob wir schon Getiere oder sowas haben, um die wir uns kümmern müssen. Nein, ist kein Getier vorhanden. Na gut, also das war mal wieder ein kleines Rumgefahren-Video vom Diego für euch. Ich hoffe, es wird euch einigermaßen unterhalten. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder bei einem anderen Video. Und vielleicht machen wir das Ding so auf dem Server. Mal gucken. Mal gucken, was die anderen so sagen. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.